Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Speedwalker. Willkommen bei Far Cry 4. Und ich wage mich heute an ein kein Review. Ihr kennt es schon vielleicht von meinem anderen Video von Assassin's Creed. Gesagt, eine Review zu machen ist mir recht schwer, wenn man noch gar nicht so viel gespielt hat, vielleicht auch gar nicht so viel gesehen hat im Game. Deshalb. Ich habe über mein Image nachgedacht auf der Weltbühne und ich deshalb erspare mir das jetzt einfach. Es geht nicht darum, hier ein Review zu machen, sondern einfach euch zu sagen, welche Eindrücke ich jetzt hier von Far Cry 4 habe. Ich glaube, ich habe jetzt, glaube ich, 4, 5 Stunden jetzt gespielt hier. Ich will einfach mal sagen, was ich jetzt hier von Far Cry 4 halte, ob es gut ist oder schlecht ist oder wie auch immer. Also einfach mal hier aus meinem Bauch aus. Während ich das mache, suche ich hier nämlich so ein, hoppala, verkehrt. Ich suche nämlich zum Herstellen einer größeren Geldtasche brauche ich noch ein Baralfell. Und dieses Baralfell, das wäre irgendwo hier auf dieser Map, da ist es, das ist so ein Baral irgendwas. Sie sehen so, schaut aus wie so ein, was ist das, ein Hund oder irgendwas. Aber ich finde dieses Vieh einfach nirgends. Und, ja, deshalb, ja, ist mein Geldtasche immer voll und ich suche einfach hier dieses Vieh und das mache ich eh schon weichern. Bin ich einfach schon weichen herumgelaufen. Ja, zu Far Cry 4. Also primär muss man schon mal sagen, das ist wirklich, fällt auf, wenn man länger spielt, es steckt wirklich sehr, 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 sehr viel Far Cry 3 drinnen. Das muss man einfach sagen, es ist so. Trotzdem würde ich es am ehesten so vergleichen. Du nimmst ein altbewährtes Rezept, was es schon lange gibt, was die Leute gerne mögen, was sie im Restaurant immer wieder bestellen. Nimmst dieses Rezept und fügst ein paar ja, Gewürze hinzu, ein paar Feinheiten hinzu, also gerade so viel, dass die Leute das Rezept erkennen oder beziehungsweise die Speise erkennen, aber trotzdem tust du halt so viel dazu, dass die Leute merken, oh, da ist irgendwas neu und schmeckt entsprechend ja, gut, aber doch ein bisschen anders. Und ich glaube, so könnte man Far Cry 4 am besten bezeichnen. Das ist einfach ein altbewährtes Rezept. Ja, du hast diese Türme, also habe ich das geschreckt. Hopp, hopp. Du hast halt diese Türme. Okay, weg da jetzt. Rattenviech da. Jetzt bin ich gleich tot. So. Fast im Eimer mit so einem blöden Dachs, was das ist da. Du hast halt dieses altbewährte hier und Ubisoft typisch eben diese Türme, die man da freischalten muss. Hier sind diese Glockentürme jetzt. Die Kamera kennen wir schon. Das ist im Prinzip alles schon, was wir auch bei Far Cry 3 gehabt haben. Auch hier, dass diese Autos fahren, die Waffen, die Soundkulisse. Das ist alles schon bekannt. Das kennen wir schon alles. Und trotzdem hat es sehr viele Dinge dabei, die einfach Spaß machen, die einfach dafür sorgen, was ist da unten? Sind das jetzt diese Viecher? Warte mal. Nein, das sind wieder diese Hirschdinger da, das ist wieder nicht so, was ich brauche. So ein Schmarrn, hey. Ich weiß nicht, wo ich diese Baral-Viecher da finde. Also es hat einfach schon viele so Kleinigkeiten dabei, die verbessert wurden. Ja. Zum Beispiel diese Möglichkeit, den Autopiloten zu haben beim Fahren. Ja. Also du kannst zu einem markierten Punkt fahren und wenn du auf einer Straße fährst, kannst du einfach umschalten auf Autopilot und das Auto fährt dann automatisch dahin. Jetzt muss ich trotzdem so ein Viech mal erwischen da. Jetzt rutscht da runter. Das ist nicht das, oder was ich brauche. Schauen wir nochmal. Also kannst du mit Autopiloten hinfahren, das ist jetzt irrsinnig praktisch. Sambar-Haut. Nein, brauche ich Sambar? Ich drücke mir das falsche Menü. Ich brauche nicht Sambar, sondern ich brauche dieses Baralfell. Keine Ahnung, was für Viech das sein soll. Und es sind einfach so viele Kleinigkeiten dabei, sind auch diese Karma-Sachen. Du kannst da, während du einfach auf der Map herumlatschst, und ich gehe wirklich alles zu Fuß hier, einfach um alles zu sehen und mitzubekommen. Kann ich das hier zeigen mit dieser Autopilotengeschichte? Das ist wirklich eine coole Sache. Das heißt, ich setze jetzt auf der Karte irgendwo da einen Wegpunkt, oben zum Beispiel, ja, daher. So, und dann fahre ich jetzt los. Oh, ich fahre nicht los, ich fahre so los, drücke auf den linken Stick und das Auto fährt jetzt alleine. Ja, das kann ich loslassen.
und er fährt alleine dahin. Ja. Das ist schon eine praktische Geschichte. Also wie diese Hirschviecher. Unglaublich. Wow. Ja, und das ist also Sache, immer wieder, dass die Viecher daherkommen. Das ist einfach ganz spannend. Das ist eigentlich das Tolle hier, das Tolle eigentlich hier bei Far Cry, auch immer schon gewesen, dass einfach das Ganze sehr natürlich ist. Und hier auf dieser Generation ist es grafisch schon wirklich, wirklich phänomenal. Es schaut super aus, es läuft komplett flüssig, also bis jetzt zumindest kann ich über nichts klagen. Es rührt sich immer was, es tut sich immer was. Die, ja, hat zusammengefallen worden. Schauen wir, es wird wieder so ein Sabar sein. Ja, Samba-Haut, ja, schon wieder. Das ist wieder nicht das, was ich brauche. Es rührt sich immer was. Man sieht hier auch die Bäume, jede Menge. Die Vegetation ist riesig, die Umgebung, die Weitsicht und dergleichen. Also da wird schon ordentlich was rausgeholt aus der Konsole, was ja riesig Spaß macht. Und ich spiele es einfach gerne. Ich spiele es einfach gerne, dass ich nur herumlaufe, so wie ich es jetzt mache. Wie gesagt, ich suche jetzt eben dieses Zeug. Ich finde es einfach so genial. Da unten ist ein Adler. Den Wingsuit gibt es wieder, ja. Oder braucht man gleich einen Fallschirm? Na, schau, da haben wir wieder ein bisschen was zu holen. Ein paar Federn werden wir jetzt kriegen. Also, es macht einfach Fun, ja. Und ich denke mir, ich bin eigentlich froh, dass bei Far Cry 4 nicht zu Tode optimiert wurde, zu Tode erneuert wurde. Ja. Es gibt so andere Spiele, wo du denkst, wo die Entwickler versuchen, vielleicht mit Gewalt von einem Teil zum nächsten möglichst viel reinzustopfen. Und ja, das kann jetzt sehr, sehr stark nach hinten losgehen. Ich muss sagen, jetzt hier bei Far Cry 4 passt es mir noch so, ja, dass im Prinzip das Altbewährte wirklich so stark vertreten ist. Die Frage ist, weil man könnte es auf Call of Duty umschließen zum Beispiel, das ist ja so, dass ewig lang nichts passiert. Die Frage ist nur, wie lange das gut geht. Ja? Ich meine, wenn Far Cry 5 dann vielleicht kommt, dann ist die Frage, ob diese Systematik, wie wir sie jetzt haben, noch zieht. Also ob man nicht dann schon ein bisschen mehr haben muss, mehr neue Ideen haben oder irgendwas. Ich meine, hier ist bei für mich eigentlich den zweiten Teil, der so richtig gut ist, weil Far Cry 2 war ja, naja, war auch nicht, da kann man es auch nicht sagen, dass es so schlecht war, aber hat mir einfach ein bisschen was, hat mir nicht so ganz gefallen. Also Far Cry 3 war für mich eines der besten Far Crys bis jetzt. Und Far Cry 4 schlägt ja genau in dieselbe Kerbe, eben mit ein paar Verbesserungen, ja, also mit einigen Verbesserungen. Weißt du, ganz so viel habe ich auch noch nicht gesehen, wie gesagt, in dieser Zeit. Außer, dass ich diese blöde Viecher da nicht finde. Wo sind die? Ich glaube, ich möchte in die Richtung da raufgehen, vielleicht eben da rauf, dass da oben vielleicht was ist. Ja, wenn es sei, wie es sei, auf jeden Fall schaut es einfach toll aus. Sie haben auch die Menüstruktur verbessert, also bei den Fähigkeiten zum Beispiel, wie man hier hat, da gibt es einfach nur diese zwei Bäume, also auch relativ vereinfacht worden, also die Seite des Elefanten, die Seite des Tigers, das eine hat immer mit Verteidigung zu tun und mit Heilung und so weiter und das andere ist halt Angriff und dergleichen, ja. Und da kannst du eben so Takedown von oben, also die Sachen kennen, wie gesagt, man kennt, im Prinzip kennt man alles von Far Cry 3 schon. Es ist wirklich nicht neu erfunden, aber es ist einfach schöner gemacht worden. Ja. Also das Bewährte, was man da hat, ist einfach jetzt nochmal verbessert worden, ist verschönert worden. Und ja, und diese Lichteffekte da und so weiter, das ist schon, das ist einfach toll. Also ich laufe wirklich irrsinnig gerne einfach nur rum. Aber was ist da? Was seid ihr? Ihr seid Wildschweine. Na, haupt da. Das habe ich auch nicht rausgefunden, mit was ich zu tun habe, dass ich da angegriffen wäre von dem Schwein, von dem Adler. Ich könnte mir vorstellen, bleibt stehen. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir zu lange im selben Gebiet ist, dass der Adler einfach ein mehr weniger, das Campen verbietet, mehr weniger, ja, irgendwas in die Richtung. Wildschweinhaut. Der Wildschweinhaut brauche ich aber auch nicht. Ich glaube, es ist immer dann beleidigt von den Typen. So, jetzt laufen wir nochmal rum. Lass mich in Ruhe.
Immer wieder werde ich natürlich gefragt hier, was ich davon halte und so weiter. Ich habe gesagt, mir gefällt es irrsinnig gut. Halt, du hör was? Es ist ein Hirschzeug, schau sagen. Muss ich auch sagen, dass diese Version, die ich hier noch spiele, offiziell keinen Patch noch hat. Ich meine, es ist zwar ein Update gekommen, wie ich es installiert habe, aber laut Ubisoft selbst soll ja ein entsprechender Patch dann am Day One mäßig kommen, also am Montag dann, also sprich morgen. Also am Release-Tag an und für sich. So, das ist auch wieder so ein Viech, das ist auch wieder das, was ich brauche. Jetzt hau mir ab da. Ich sag's euch, sonst werden wir runterschießen, mein Freund, dann ist es aus mit Spaß. Die Schüsse, die ihr hört, das sind immer so Events, die einfach so generiert werden. Das sind immer diese Karma-Events, wenn ich den Leuten hier helfe, dann bekomme ich Karma-Punkte. Und diese Karma-Punkte kann ich dann zum Beispiel Verstärkung rufen. Ja, und da kommt dann ein Fahrzeug mit Leuten und die unterstützen mich dann, bis der verfolgt mich dann auch. Bis entweder tot ist oder ja, keine Ahnung was. Auf jeden Fall kann man da ja Schlagkraft holen. Also. Ja, ich bin nicht schlau mit den Viecher. Was haben wir da unten? Was ist das Lager da unten? Ah, das bringt mir nichts. Ja, auch eine neue Sache ist diese Sache mit diesem Kletterhaken da, die da ja einhängen kann, mit dem ich dann abseilen kann. Das Schöne ist, den Wingsuit, den kann man sofort gleich mal kaufen, also ist relativ flott. Also kann man zeigen, was ich jetzt so da so habe, waffentechnisch. Da habe ich jetzt die ganzen Slots freigeschaltet, da braucht man im Prinzip ja nur seine Herstellung machen. Oh, man kann ich was herstellen. Munitionsbeutel, ein Wildschwein, ja, bitte, wunderbar. Jetzt brauche ich wieder drei so Baralfell. Und die finde ich eh schon nicht. Aber man muss hier natürlich entsprechend einfach nur seine Sachen da freischalten. Und hier der Waffengurt zum Beispiel, maximales Upgrade. Mit dem ich das Waffengurt ist komplett habe, kann ich entsprechend natürlich auch Waffen mitnehmen. Was brauche ich da? Da brauche ich ein paar dreimal Jackfell. So, jetzt wird es Abend. Und auch diese Wettereffekte, bis auch hier diese Tageseffekte, die schon alle lässig aus. So, mein Wingsuit einmal runterhüpfen, da hüpfen wir da runter zum See. Schauen wir uns da unten mal um. Und auch hier dieses Wingsuit Flying ist sehr gut umgesetzt. Unten am See gibt es dann Boote, mit denen man fahren kann. Jetzt fliegen wir einfach mal so weit, wie es geht. Schauen, wo er hinkommt. Da drüben war ich noch nie. So, haben wir einen Fallschirm ziehen müssen. So, bitte, sind wir unten. So, hier die Gegend, wunderschön. Und es läuft alles ja, ratzfatz, ohne irgendwie, dass man da jetzt merkt, dass irgendwelche Frame-Einbrüche wären oder so. Also bis jetzt hatte ich noch nichts. Also technisch muss ich sagen, ist das Spiel wirklich in Ordnung? Ah, hier was noch. Ein schönes Adlerviech da. Natürlich gibt es auch wieder die ganzen Sachen mit Heilen und die Getränke, diese Bräue zum. Ah! Schau mal, warte, Nashorn brauche ich auch für irgendwas, glaube ich. Hat er irgendwo gesehen. Schau mal, wo dann ist mit Nashorn. Jagdfell, Panzernashornhaut, Sprengstofftasche. Das Problem ist halt, das Nashorn ist halt eher ein Tier, mit dem du nicht so anlegen solltest. Das heißt, wir werden jetzt mal einen Sniper mal ausprobieren. Das ist natürlich super, wenn man treffen würde. Immer hinterher, weil irgendwo. Die Frage ist halt nur, ob das Nashorn dann eher. Oh, wow, jetzt kommt es auf mich zu auch noch. Wow. Oh, oh, oh. Nein, es haut mich gleich weg.
Und bin schon tot. Ach du Scheiße. Ja gut, das ist ein Panzernashorn, gell? Mit denen darf man sich ja nicht so spielen, gell? Eieiei. Was braucht es denn da für Waffen? Man braucht eine Panzerfaust für das Panzernashorn vielleicht oder so. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich muss wirklich sagen, ich bin froh, dass ich es wieder habe. Ich glaube, ich werde sehr viel Zeit hier in Kyrat verbringen. Das ist übrigens eines dieser Lager, dieser Schnellreiselager, wie wir es auch von Far Cry 3 kennen. Da ist hier ein Bett, mit dem ich schlafen kann. Da ist meine Waffenkammer. Hier kann man jetzt mal, siehst du mal, Munition nachfüllen. Machen wir gleich mal. Da kann man die Waffen entsprechend kaufen. Körperpanzer kaufen wir gleich. Und zwei Spritzer kaufen wir gleich. Entsprechende Waffen, was alles mögliche, was da eben gibt. Die man natürlich freischaltet mit den Funktürmen. Also mit den Glockentürmen, die man einnimmt, bekommt man dann auch Waffen. Also hier die einzigartigen Waffen, das sind Spezialwaffen. Munition und Karten kann man sich auch kaufen. Ich kaufe jetzt gleich mal eine Karte. Zack, Südkürat. Ich schaue, ob das gescheit war. Dann sieht man alles, was zum Holen ist in dem Gebiet. Das ist Südkürat, wo ich überhaupt bin. Das ist eher da. Westkürat wäre besser gewesen. Aber ist eh völlig wurscht, weil die kauft man sich noch drei und dann sieht man alles, was auf der Map so zu sehen gibt. Die ganzen Kisten und so weiter. Was auch noch eine Sache ist, der Gyrocopter natürlich. Das ist dieses Fluggerät, was so wie so ein kleiner Hubschrauber ausschaut. Propagandamaterial, hier diese Plakate, Tagebücher, kann man alles sammeln und so weiter. Also da gibt es jede Menge zu tun auch, wo man so zwischendrin mal was machen. Also wenn man sagt, okay, nein, ich will gar nicht die Story spielen, ich will einfach nur herumlaufen und so wie ich es eben mache, da ein bisschen Equipment sammeln und so weiter und so fort. Also einfach nur, ja, das was zum Spaß halt da ist, tun. Das müssen wir mal schauen mit diesem Panzernasen, das ist schon ein Thema, da möchte ich das eigentlich schon haben. Was läuft da jetzt rum? Was hat's hier? Was hat's hier? Was ist hier? Das sind's doch, die ich brauche, oder? Und weil mein Emin so Mist wäre. Ist das Viech, was ich brauche? Das ist eine Ziege. Ja, Paralfell, jetzt haben wir's. Da schon her. So, Herstellung, Achtung. Einen größeren Geldbeutel, na bitte. Aber ich brauche immer mehr. Irgendwo habe ich noch was gesehen mit Parallelfell. Wo war denn das? Nepal-Tiger, Jagdfell, Tibetwolf, Tigerfisch. Da brauche ich noch drei. Für den Munitionsbeutel. Ist die Folge, wo sind die hingelaufen? Und warum sind die da? Ich dachte auf der Karte. Ah, okay. Jetzt sind wir ganz weit drüben. Wie gesagt, es kann natürlich sein, dass das Ganze hier noch in den Patch braucht. Oh! Eines. Dann werden wir es mitnehmen da. Zack, zack. Und raus damit. Wo ist das hingelaufen da? Da ist ein Schwein irgendwo. Das ist auch noch ein Schwein, oder? Da unten ist einer, oder? Oder ist es auch Sau? Das ist ein Schwein. Da wird man hoffentlich noch mal unterkommen, da das Getier. Weil zwei bräuchte ich noch. Dann könnte ich da mal Munitionstasche ein bisschen aufarbeiten, denn das wäre schon ganz wichtig, weil Munition hat man an und für sich von Haus aus nicht sonderlich viel mit. Da ist einer. Da unten ist ja gerade Action. Oh. Oh, gib schon auf die Fresse vom Losern. Oh ja, ich laufe mal weg da. Na, lad noch! Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe! Oi, scheiß mich an, ihr habt keine Chance! Und bin schon wieder tot.
Alter Schwede, wie willst du denn bitte so ein Nashorn killen? Ja, ist eh egal. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Also, ich kann es nur mal sagen, mir gefällt Far Cry 4 sehr gut. Ich traue mir zu behaupten, Leute, die Far Cry 3 geliebt haben, werden sich auch in Far Cry 4 verlieben. Denn man fühlt sich sofort wieder wie zu Hause. Die neuen Features, die dabei sind, sind nett und super und ergänzen oder erweitern das Game wesentlich. Und ja, es macht einfach wieder Spaß hier entsprechend. Oh, zack, ein Schuss weg ist er. Macht einfach wieder Spaß hier entsprechend durch die Gegend zu laufen und sich hier mit der Tierwelt und mit dem ganzen Gameplay entsprechend zu vergnügen. Also ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Das heißt, probier's nochmal, dass ich da in meinen. Das Nasen läuft nicht mehr rum, schau. Keine Chance! Bin ich wieder tot! Hol das Scheiß an das Hauptmenü weg! Was frisst denn das Viech? Das gibt's ja nicht. Wow. Ich bin tot. Das darf aber nicht wahr sein. Jetzt bin ich mal drinnen gehangen. So, aber es ist ein guter Zeitpunkt, sich zu verabschieden. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Euer Bitwalker.